Ich erinnere Sie an das Wort dieses Dichters, der gesagt hat, hinter jedem Wort, hinter jedem Dichter, und das gilt für uns alle, die Verantwortung für das Wort haben, steht der Liktor mit dem Bündel, der Richter mit der Axt und sagt, ich bin die Tat zu deinem Wort. Was Sie hier sagen, wenn wir verfassungsmäßige Rechte des Parlaments hier ausüben, wenn wir von dem Recht des Grundgesetzes hier Gebrauch machen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann handeln wir nicht nur legal, wir handeln legitim, wir handeln aus dem Geiste der Verfassung. Und dies ist die höchste Moralität, die es für einen Politiker geben kann.